So, willkommen zum siebten Let's Play von Castlevania Area of Sorrow. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach unten. Weiter runter. Ja. Klar. Ja, und wir haben jetzt auch, genau. Ich habe ein paar jetzt wird genau das hier bekommen wir bei den nächsten Boss. Den nächsten Schwanz. Ja. Also müssen wir einen anderen Weg nehmen. Ja. Wo wir den Doppelhüpfer brauchen. Das war, wo man die Kiste schieben musste. Vermutlich. Ah, die Hex war nur einen. Dazu müssen wir. Na, geh doch mal weg. Nö. Ja, genau nach rechts müssen wir. Genau das Ding war das eigentlich gewesen. Ekta Ketoble pass. Die Floor. kam ich 100%ig dazu, dich einzuspinnen. Ja. Die Arachne. Letzte schießen kannst du auch noch nicht. Ja. Hüpf wie irre herum. Ja. Ja, genau hier war das gewesen. Genau, da müssen wir es runterschieben und dann kann man nämlich da hoch. Aber ich glaube, ja, genau, wir den rechten. Den linken hatten wir ja schon. Da war nämlich das Peitschen-Dings schwer. Peitschenklinge. Peitschenklinge meinst du? Ja. Nur die Herzen. Ein Herzanhänger. Bewirkt, dass mehr Herzen gerobbt werden. Ja. Obwohl das genauso hoch ist wie der andere, deswegen probiere ich den nochmal aus. Und das wirklich die Peitschenklinge nochmal war? Doch, ja, war sie. Ja. Dann geht's nach oben, lassen wir noch einen Weg. Nicht getroffen. Okay. Ausgewichen und dann haben die getroffen. Noch einen Soldat hast du noch nicht. Und den Metzger haben wir auch noch nicht. Ja. Und den da auch nicht. Den wolltest du ja ursprünglich auch farmen. Ja. Den Kollegen da. Nicht wahr? Ja. Deswegen. Das den Raum haben wir schon besucht. Ein vereinzeltes kleines Out-Item. Für ein so großer Raum für ein einzelnes kleines Item. Lächerlich, oder? Courage. Ja. Beziehungsweise Dorga. Hier haben wir die Seele schon. Das ist das Gute, dass bei der Version. Das Gute ist, dass es hier angezeigt wird, bei der Originalversion Advanced. Da wusste man nicht, welche Seele man schon hat und welche noch nicht. Ja, hier links ist was. Ah ja, das. Das Bastardschwert. Ja. Ich glaube, ist stärker als die Peitschenklinge. Der Bastard. Nö, ne, gleich. Also genau gleich, nur hat nicht mehr diese Reichweite. Okay. Ja, das ist nur so. Aber irgendein ein anderes Item war minimal stärker. Vom Angriff her. Ja. Voll der Hammer! Ja. Konntest du auch nicht mehr einsammeln, weil du schon neuen Hammer hast. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe einen extra gesammelt. Da. Ach, hoch und dann nach links. Ob so die Sektoren sind jetzt erstmal voll. Soweit möglich. Soweit wie es möglich ist. Ja. Eine Ruhe. Der Zombie Officer. Oh, so verdammt hat er. hat das Bühr noch an. Ja. Statt Flugrüstung. Ja. Darüber schweben. Ja.
Ja. Jetzt können wir wieder an. Der Bühler. Au. Klack, klack. Und was war nochmal die Schusszähle, die wir aktiv haben? Die Katze. Ach, die Katze. Upsala. Da wurde ein Skelett von der Katze vernichtet. Ja. Da wurde ein Skelettkrieger von der Katze besiegt. Das ist der Raum der Manticore. Ja. Die fehlen uns auch noch, ja. Ah. Das erhöht sogar das Glück, was du gerade erhalten hast. Ja, zum Farmen ist das gut. Du wolltest gerade sagen, die Seele fehlt uns auch noch. Ja. Bumm, war sie da. Ja. Meine Blue King, ja. Skelettiertes Blue King. Ja. Das war dafür, weil sie dich getroffen haben. Ja. Wie meinst du, die sammelt da jetzt ja nicht hinten nicht ein? Nö. Die können wir später mit der Riesenplayer doch, sowieso. Der erste Teleporter ist schon mal aktiv. Na, dann können wir doch gleich mal einen Besuch bei Hammer machen. Ja. Obwohl dieser noch nicht aktiviert war, ist er trotzdem bis hier hinten da. Ja. Das wurde von dem Spiel irgendwie so einprogrammiert. Musst du aus dem Boden runter? Ja. Selbst die hier fehlen. Die meisten Spieler, haben den schon. Den Zombie? Ja. Da ist Hammer. Tag, Herrn. Also, wie hast du deinen Laden aufgemacht? So, was. Übrigens, die nächste junge Dame da drüben. Die fragt dich an. Eine Freundin von dir. Ja. Wow, ich hatte ja keinen Schimmer, dass du bei den Mädels so ankommst. Oh. Nein, so ist das nicht. Na, nicht so schüchtern an. Ist doch eine feine Sache, so jung und zu sein. Aber zurück zum Geschäft, Sieh dich ruhig um, mein Freund. Gleich mal Schlosskarte 2 holen. Ja. Baselart, Hammer aber zwei Stück. Ja. Kampfmesser, Rapier. Das war der Hammer, also, nicht die Axt. Ja. Speer, Gladius. Ah, das glaube ich ja was. Ah, das Ding ist ein Kurzschwert, das, naja, das kämpft aber nicht. Das ist so, hat er ihn hier. Ja. Hat diesen Schlag. Den Überkopfschlag. Das Katana. Das ist richtig geil, das kämpft sich sehr gut. Das Katana? Ja. Kampfkleidung, da geht ein bisschen Konzentration. Ah, nur um 2. Kupfer. Ja. Auf jeden Fall die. Die Kampfkleidung? Und den Katana. Weil der kämpft sich wirklich sehr gut. Vor allem schön schnell. Da ist er. Das ist Mina. Da bist du ja wieder so machen. Was? Der Mann da drüben. Ja. Ach, du meinst Hammer. Hammer heißt der? Könnte einem fast Angst machen. Findest du nicht? Ach was. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Aber sieh dir doch nur die ganzen Waffen an, die er da hat. Ja, er verkauft die. Er sagt, er will einen Laden aufmachen. Hier? Ein Laden? Hier im Schloss? Komischer Typ. Na, ganz schön schräg. Aber... Wenn du meinst, er ist in Ordnung, will ich dir mal glauben. Jürgen, willkommen zurück. Ich hab doch nie angesprochen. Hältst du noch durch? Achso, die hat geheilt. Mein Körper fühlt sich manchmal ganz schwer an. Kommst du klar? Ja, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Na, die frischt dich auf, soweit
Sobald du diesen Raum betrittst, bist du vollständig wieder aufgefrischt. Ja. Die Kampfkleidung angelegt. Und den Katana. Das hat doch einen ganz schönen Reichweite. Aber keine so, aber keine perfekte. Ne, hier war es noch nicht. Das ist ein Darum ist ein Talisman. Aber ohne hier Mari dran. Einfach der, nur ein Glücksbringer. Der erhöht auch Glück. Aber einer beim dem zweiten mit Soma, da sollte man Minas Talisman tragen, wenn man nicht verkommen will. Wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Das ist ein mittelalterliches Ding, aber hat voll das Hightech-Teil drin, ne? Ja. Mit dem Teleportal. Ja. Ja. Eine Urne. Hier kann man die Urne auch. Die Urne ist auch. Ich glaube, irgendwo war da oben auch ein Durchgang. In so einem Bogen. Hoppala, ist einfach. Ups, das war die Katze. Ja, die hat jetzt die Faucht und die Schnort an jeder Ecke. Das war das Kätzchen von der Hexen-Dings. Hexenschülerin. Ja. Ah, wir müssen sowieso da runter. Ich glaube, wir müssen eh dort hinten hin, wo wir vorhin waren. Ich glaube, genau darum wurde genau dieses Teleportal aktiviert. Das ist der Quetzer Quartel. Ja. Ducken. Oder so. Da kommst du noch nicht so leicht hoch. Oh, das war der Umhang. Ich glaube, hier ist sogar. Ja, hier ist der Weg. Ein geheimer Weg. Mit etwas Gold. Ja. Kling. 1000. Mit einem Tausender. Klack. Da haben wir. Ich glaube, hier oben irgendwo müssen wir jetzt hin. Ja, irgendwo da. Ich habe den Weg schon gefunden, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen sogar auch hier hin. Also porte dich wieder dahin. Und geh dann den normalen Weg. Au. Nee, nimm den normalen Weg. Nimm den anderen Weg. Der ist einfacher. Den Teleporter? Er ist zwar länger, aber er ist einfacher. Der Teleporter ist hier und da oben kommst du nicht so leicht hin jetzt, wo du runtergefallen bist. Was, siehst du? Da kommst du jetzt nicht so einfach hin. Dann musst du diesen Weg hier nehmen. Ich glaube, der wurde extra aktiviert, weil wir an dieser Stelle da weiter müssen. Erneuert die Gesundheit durch Springen bei Schaden. Also wenn er getroffen wird, springen. Sobald du Schaden nimmst, sofort springen. Das soll dann funktionieren. Und dann das da unten kommst du nur, wenn du vor den High Jump hast. Ja. Die Killerpuppe. Ich glaube, hier taucht sogar auch erstmalig die Sirene auf. Ein Schlagring. Ein Cestus. Thank you.
geht nicht höher. Ja. Und wie gesagt, da kommt man nur mit dem High Jump oder halt mit der Riesenfledermaus hin. Oh, das Schwert. Das Feuerschwert. Wenn ich mich nicht irre. Das macht auch Blitze. Ja, Donner oder Feuerschwert. Eins von beiden war das. Ich glaube, es reicht auch aus, wenn du normal zuschlägst. Weg mit deinem Bauen. Mit deinem Bauen. Stimmt's? Verschwendet noch nicht eure Knochen, sonst müsst ihr euren Schädel werfen. Nur die haben wir unendlich, komischerweise. Ja, irgendwie haben wir das Krieger-Skelett hat begrenzt. Das gibt's auch nur an einer Stelle und von ihm kriegt man die Rutschattacke. Von dem Kicker-Skelett hin. Ja. Er muss doch den anlegen. Ja. Gibt's nur an einer Stelle. Und das ist kurz davor, wo diese merkwürdige Tür ist, wo man nur reinkommt, wenn man Dracula geworden ist. Ah, die Lanze. Was gerne die Walküre trägt. Ja. Da ist die Sirene. Feuerschale, scharfe Feder. Scharfkantige Federn ab oder so ist die Seele. Ja. Von der Sirene. Drei Stück. Bei diesem Weg hier war kein Geheimgang in diesem Bereich, wo du eben warst. Ja. Jetzt kommen wir dahin, wo die Blitzpuppen sind. Der Tanzsaal. Ah, ich glaube, hier kriegen wir eine Video. Hier treffen wir auf Julius. Ja, da ist Julius. Hey Sam, ich spüre eine dunkle Macht in dir. Wer bist du? Wie unhöflich, andere auszufragen, bevor man sich vorgestellt hat. Jay, stimmt, meinen Namen kann ich nicht sagen. Aber man nennt mich Jay. Jay? Du verschweigst deinen Namen? Bist du ein Verbrecher? Nein, ich habe Amnesie. Angeblich hatte ich 99 einen Unfall. Als ich im Krankenhaus aufwachte, hatte ich alles vergessen. Ach, ich verstehe. Ich heiße Soma. Deine dunkle Macht? Hattest du sie immer? Keine Ahnung. Ich habe sie erst in diesem Schloss entdeckt. Ich verstehe. Ich habe mich wohl geirrt. Mr. Jay, warum bist du in diesem Schloss? Nenn mich Jay. Ich habe Angst, wenn ich Draculas Namen höre. Der Prophezeiung wegen kam ich her. Und wegen meiner Amnesie. Und seither kommen meine Erinnerungen allmählich zurück. Dein Unfall war 99? Vielleicht hatte Dracula da seine Hand im Spiel. Das möchte ich auch. Besonders, da ich magische Kräfte habe. Jay, bist du Exorzist? Könnte man so sagen. Aber ich arbeite nur für mich selbst. Bestimmt sehen wir uns wieder. Ja, bis dann. Wir wissen ja schon, wie er heißt. Ja, und hier, da hin, hier oben, irgendwo. Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist ein Weg. Ja. Wir wissen ja schon, wie sein richtiger Name ist. Den habe ich ja sogar auch erwähnt. Ja. Das ist Julius Belmont. Ah ne, ich muss doch da lang. Das ist nämlich Julius Belmont. Ja. Ich glaube, hier unten war der nächste Boss. Ja.
Killerpuppen. Autsch. Das mit. Nee, das ist der Hauptweg, wo du ihn warst. Ja. Jetzt kannst du auch einen Werfer mehr. Kannst du auch Messer werfen, wenn du ja möchtest. Der Knallfelder. Wie ich gesagt habe. Der erste Boss. Kommt hier ab hier als normaler Gegner wieder. Der Holzgolem. Vor den Kinnhaken hat er dir verpasst. Nee, oh Mann, jetzt. Eine Killerpuppe. Und hier, ah ja, hier kriegt man ja auch einen seltenen Gegner. Ja. Diese Schlange. Ja. Wenn man sie entdeckt hat, muss man sie schnell besiegen. Wenn man dann da, wenn man in diesem Raum, wo das Vieh ist, muss man sie schnell besiegen, sonst buddelt sie sich ein. Ja. Hier war nur ein Geldbeutel. Aber Geld braucht man hier wirklich, wenn man den Ring haben möchte. Den Soul Ring bzw. den Rare Ring. Ja. Aber ja, schon. Aber ja, ist Starkseele gekriegt. Bei den Kollegen hier, stimmt's? Ja. Ja, jetzt geht's zum Boss erstmal. Ja, und ich glaube, es war sogar der Golem. Ja, ich glaube, da hat man diesen, den Schlitterer bekommen. Nein. Ich glaube nicht. Aber wir werden es ja sehen. Aber natürlich ist klar, dass der sein eigenes Video kriegt. Ja. Das ist auch ein bisschen komisch, steht das da. Ja, aber das ist nichts. Und wer weiß, was das für ein Fleisch ist, was da hängt. Ja. Jedenfalls kein Menschenfleisch. Dafür ja ist es zu groß. Ja. Schon irgendwelche Rinder. Weiß man ja nicht. Und jetzt muss der Raum kommen mit der. Ne, hier waren ein paar. Ein paar Führerwaffen nicht am Anfang. Und die leere Kleidung. Na, da ist die Boss-Tür. Ja. Und die hat einen Selbstfeuerpunkt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video war und wir sehen uns im nächsten. Ja, und zwar beim Boss. Und tschüss. Ciao.